Ich kriege ja jeden Tag viele Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Meistens sind das irgendwie kleine Gefallen, ob ich zum Abi-Ball kommen kann oder ob ich irgendein Video mache für die Hochzeit von bla 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 oder ob ich hier Tickets für dies oder das klar machen kann. Und meistens mache ich das dann nicht. Aber unter all diesen Nachrichten ist mir eine vor kurzer Zeit besonders ins Auge gestochen. Und das war die Nachricht von Josh. Josh hat mir nämlich eine Mail geschickt. Er schreibt, dass er 25 Jahre alt ist und gerade aus Australien nach Deutschland zurückgezogen ist. Er hat Hannah, eine Schauspielerin, auf Tinder kennengelernt. Und es hat ihn voll erwischt. Nächste Woche haben sie ihr erstes Date und er ist sehr aufgeregt. Weil Hannah großer Fan von Late Night Berlin ist, hat er mich gebeten, eine Grußbotschaft aufzunehmen. Und ich dachte mir, so eine Grußbotschaft kann ich machen, wäre schnell erledigt und so. Aber warum nicht mal ein bisschen mehr? Ich wollte dafür sorgen, dass Josh bei dem Date wie der allercoolste Typ der Welt rüberkommt. Dann habe ich mir einen Plan gemacht. Die Idee ist, dass ich ihm helfe, den besten ersten Eindruck zu machen in der Geschichte von Dates. Das Restaurant, in dem sich beide verabredet hatten, habe ich komplett mit versteckten Kameras ausstatten lassen. Habe mir einen Überwachungswagen besorgt. Ich habe Schauspieler gebucht. Hatte ein zweiköpfiges Rechercheteam in meiner Kommandozentrale, das Josh in jeder Situation mit dem passenden Wissen versorgt. Alles, um Josh aussehen zu lassen wie eine Mischung aus James Bond und Gandhi. Welche Aktion ich geplant habe, habe ich Josh allerdings nicht verraten. Ah, da ist er. Hallo Josh. Ist das das Outfit für den Tag? Ja. Das ist schon mal gut. Eine ordentliche Hose mit so einer Falte drin und so, neue Schuhe. Ja, ganz schick gemacht für Date. Ja, Josh, der war natürlich dann sehr aufgeregt, ist ja klar. Also ich habe hin und her geschrieben mit Hannah und weiß nicht, wie das jetzt gehen soll, aber... Weil der natürlich auch jetzt gar nicht so genau verstanden hat, was da jetzt eigentlich auf ihn zukommt und was für eine Maschine er da jetzt angeworfen hat. Ich sag dir einmal kurz, wo ich bin in der Zeit, ja? Kommst du einmal mit? Das ist die Kommandozentrale, da kann ich dich und Hannah dann sehen. Und ich hatte einen direkten Draht zu Josh, weil der einen kleinen Knopf im Ohr hatte. 1, 2, 3, funktioniert das? Mhm. Du musst aufpassen, dass wenn ich nachher mit dir rede, dass du dann nicht so sagst, okay, alles klar, ja, weil dann wirkt man irre. Alles klar? Jo. Das darfst du nicht sagen, ne? Ja, ich sagte, okay, gut, also Josh, viel Spaß, ne? Ja, ich habe Josh dann losgeschickt, der sollte sich dann ganz normal ins Restaurant setzen. Alles andere kam dann von mir. Hallo Josh, kann dich sehen. Das wird schon werden, du machst einen guten Eindruck, du sitzt da stabil auf dem Stuhl. Besser kann man das erstmal nicht machen. Ja, und dann wurde es spannend. Mir wurde durchgegeben, dass Hannah ganz in der Nähe ist. Okay, Leute, alle bereit? Hannah kommt jetzt rein. Dann ging's los. Hallo, Hannah. Hi. Also. Schön, dich zu sehen. Ups. Gleich, weil du bist schon lang hier? Nicht lange, 10 Minuten oder so. Okay. So, wir haben nur eine Karte, aber kann ich dir reichen. Danke. Also der erste Moment war schon ganz gut. Er hat sie souverän begrüßt. Alles okay? Ja, was hast du so diese Woche gemacht? Also? Gestern habe ich geprobt. Was ist heute? Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ja. Spiel. Er ist sehr aufgeregt. Also ich spiele gerade Theater. Mhm. Das ist sehr, sehr aufgeregt. Ach, diese Frau, ich spiele verschiedene Rollen. Ach so, was für ein Stück ist das? Sehnsucht nach der Sehnsucht. Sehnsucht nach der Sehnsucht, das ist ja Sehnsucht sehr romantisch an sogar. Ja, es... Bitte halt das Thema noch, ich google. Ja, und was macht einen ersten guten Eindruck? Wenn man alles über das Stück weiß, in dem sie mitspielt. Also ich meine wirklich alles. Alles über das Stück. Die Dramaturgie, ne? Ja, ich habe eine Frage noch. Die Dramaturgie. Ist die von Katarzyna Matowska-Schumacher? Ist die von Katarzyna Matowska-Schumacher? Ja. Ja? Ja, ach, dann ist das doch, dann ist das das, was ich dachte. Auch, also sie ist auch Polen. Mein ach, Regisseur. Die ist auch Polen. Ah, ja, ich habe mir das schon gedacht. Ah, ja, und die Musik ist von Bardo Henning, richtig? Und die Musik, das müsste doch von Bardo Henning sein, oder? Ja. Ja, gute Leute, mit denen du da arbeitest. Ja, das sind richtig... Also, gute Leute, mit denen du arbeitest, da. Ja, aber du, krass. Bist du so in Theater interessiert? Ja, also, ich bin für Kultur im Ganzen sehr interessiert, also. Das hat Hannah wirklich beeindruckt. So, könnt ihr den Kellner mal losschicken jetzt?
schmeckt sie? Ja, war super wunderbar. Lecker. Vielen Dank. Ich muss sagen, Sie sind wirklich ein sehr, sehr schöner Mann. Oh, vielen Dank. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja, das ist mir auch noch nie passiert. Ja, ich habe vorher mal so jeden gefragt, was ist denn beeindruckend beim ersten Date? Und heraus kam dann so, gut ist, wenn man sich zum Beispiel um alte Leute kümmert, gut ist, wenn man Zivilcourage zeigt, gut ist, wenn man zum Beispiel Fremdsprachen kann. Ja, und das habe ich dann alles mal zusammengesteckt in eine Sache. Was würde ich gerne machen? Also ich auch so richtig in der Fabrik auch so arbeiten, so Sachen vorfertigen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Spricht jemand von Ihnen hier vietnamesisch? Ja, ich. Ach, wunderbar. Ich habe hier einen Herrn, der versteht mich leider nicht und er ist verletzt. Und das Gute ist, dass unsere Redakteurin Wan, die neben mir saß, ist die vietnamesisch spricht. An Dong Sa. An Dong Sa. An Ser Quer. An Ser Quer. An Den Tu Dau. An Bem Tu Dau. A Vietnam. Tu Dau A Dai. Also ihm tut es da am Arm weh. Okay, also ich weiß jetzt, was ein bisschen los ist. Es tut ihm da am Arm weh. Ja. So. Was ist denn passiert? Er hat sich draußen irgendwo geschnitten, hat er gesagt. Hat sich draußen irgendwo geschnitten. Ja, und jetzt schick er ein bisschen mit ihm rum und sag, wird schon alles gut so. Deng Sha Gong Dao Kong. Deng Sha Gong Dao, ja. Jetzt sagst du so, jetzt ist er wieder gut. Und dann klopfst du ihm auf die Schulter. Und dann umarmst du ihn noch und dann geht er. Okay, no tschö. Okay, no tschö. Gam-ung. Vielen Dank. Hä, kannst du vietnamesisch? Ja, habe ich mal gelernt. Ich habe das Urlaub irgendwann mal gelernt, also. Ja, die beiden waren dann fertig mit dem Essen. Josh hat bezahlt natürlich, hat ein kleines Trinkgeld gegeben. 34 Euro? 34. Ja, aber 70. Komm, lass uns 70 daraus machen. 70? Ja. Reich ist er auch noch. Vielen Dank. Es gibt noch was. Also ich fasse mal zusammen. Josh ist ein historisch bewanderter, cooler Typ mit einem Hang für die Hochkultur. Außerdem spricht er vietnamesisch, ist sozial sehr engagiert und wunderschön. Also ist eine ganz gute Bilanz für die erste halbe Stunde, finde ich. Geht erstmal jetzt spazieren. Ich schreibe dir jetzt eine Nachricht, wo ihr hinkommen sollt, ja? Schau auf dein Handy bitte, ja? So, dann habe ich mir noch überlegt, welche Flanke ist jetzt noch offen? Wo muss man irgendwie bei Josh noch so ein bisschen arbeiten? Die laufen also eine Straße runter. Und was könnte dann passieren? Josh? Der war halt auch erstmal wie erstarrt, als Sido da aus dem Wagen kam. Dicker! Spiel einfach cool mit, ist ganz normal. Na, Alter? Alles gut? Krass, was machst du hier? Hallo? Hi, Hanna. Tagchen. Wir haben doch unser Studio hier drüben. Was machst du denn hier? Wir waren zusammen was essen. Hast du deine Freundin? Nee, also. Einfach mal spazieren gehen? Einfach mal spazieren gehen halt. Weißt du, ja? Der Josh, der war die ganze Zeit so schüchtern, aber durch diese Aktion hat er dann noch irgendwie so ein Selbstbewusstsein bekommen. Da war ich richtig stolz. Ey, pass mal auf, morgen mache ich eine Party, ne, hier oben im Studio. Wenn du Bock hast, komm vorbei. Kannst du morgen? Morgen? Ob ich morgen? Morgen, ich würde auch Sonntag dann die Party machen. Hauptsache du kommst. Morgen passt, Digga. Ja? Ja. War dicker traumhaft. Die Dame? Der bester Herr? Mann. Also, falls er noch nicht dein Freund sein sollte, ne, schnapp zu. Der ist der Beste. Josh, ich auch. Danke, Bro. Sehen uns. Mach's gut. War so schön, dich zu sehen. Wir sehen uns morgen. Ja, mach's gut, ja? Ciao. Dicker, tschüss. Ruf an auf jeden Fall. Ja, mach ich. Ja, ganz normal. Sido kommt da hin, lädt mich zu einer Party ein. Ganz normal. Hau rein, Dicker. Hey, hau rein, Bro. Also, den Sido kenne ich schon ganz lange. Dann sind wir mit dem Überwachungswagen zur nächsten Adresse gefahren, wo ich die nächste Aktion vorbereitet hatte. Da vorne siehst du gleich eine Bank. Da sitzen zwei Leute, die gehen aber weg, sobald du kommst. Die sind von uns. Setz dich da doch mal bitte hin. Lass uns auf die Bank hier vor uns hinsetzen. Schön hier die Brücke, die Admiralsbrücke. Wenn alles gut läuft, ratzt dir mal im Kopf. Okay. Jetzt müsstest du mal die Jacke mal ausziehen und die Mütze aufsetzen, die in deiner linken Tasche ist. Red ruhig mal ein bisschen mit ihr, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was los ist. Ja, was hast du heute Abend noch vor? Du meintest, du musst nur noch zur Probe gehen, oder? Mhm. So, ich habe jetzt für Josh eine Aktion vorbereitet. Wenn das alles gut funktioniert, wird er einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Du bist ganz aufgeregt, oder ist das die erste Aufführung? Ich habe das schon mal gespielt, wir spielen das jetzt nur dreimal. Habe ich mir überlegt, was kommt noch gut an? Sich für die Schwächeren einsetzen in heldenhafter Manier. Wie in so einem Hollywood-Film eigentlich.
Jetzt mal den Kleinen bitte ärgern. Du hast doch bestimmt reiche Eltern, oder, Nicker? Boah, guckst du? Josh, guck mal, da gibt's ein bisschen Stress gerade. Da wird so ein Kleiner fertig gemacht. Siehst du das? Hast du keinen Potter dabei oder was? Bleib mir hier. Bist du gerade auf meinen Schuh getreten? Mach ihn mal darauf aufmerksam. Irgendwie ist da ein bisschen was los. Da wird einer abgezogen wahrscheinlich, wa? Wird da irgendwie abgezogen, glaube ich. Meinst du? Mein Plan war, Josh verteidigt heldenhaft diesen armen Typen, indem er die Assis vertreibt. Hast du eine Kreditkarte? Das kann ich nicht gut ertragen. Kannst du kurz 5 Minuten hier warten? Das kann ich wirklich nicht gut ertragen, dass sowas passiert. War mal 5 Minuten hier. Ich gehe und regel das schnell. So, und jetzt geh hinter den Flaschencontainer. Tu so, als ob du da deinen Schnürsenkel zumachst. Also habe ich jemanden, der genauso angezogen ist wie Josh, versteckt, der dann die beiden Rabauken in die Flucht schlägt. Kopf runter, bleib da. Das ist sehr gut. Sorry, ich musste das kurz regeln. Also. Naja, was soll's. Josh, der ist so richtig aufgeblüht. Er hat sich so richtig daran gewöhnt, dass er jetzt so Superfähigkeiten hat. Backflip, Sideflip, ja, whatever. Das ist nichts Besonderes, wirklich. Also, ganz normaler Backflip. Das war halt ein normaler Backflip, weißt du? Und ein Sideflip. Ja, ein Sideflip war da auch dabei. Sollen wir in eine Bar gehen? So? Wollen wir vielleicht in eine Bar gehen? Uns da kurz reinsetzen? Ja. Ja? Ja. Okay, dann machen wir es so. Ich habe Josh danach dann in eine Karaoke-Bar bestellt. Dann war es sehr hektisch, weil wir viel früher da sein mussten als die beiden, damit wir noch alles vorbereiten können. Alles vom Flur bitte weg. Die kommen jetzt gleich. Es muss alles weg. Man fragt sich halt, warum Karaoke? Jeder schmilzt dahin, wenn einer schön singt. Sie kommen jetzt. In die Ecke. Okay. Und dann habe ich Josh mal kurz zu mir bestellt. Sag mal, du musst kurz mal auf Toilette. Du musst kurz mal zu mir rüberkommen. Okay, ich muss einmal schnell aufs Klo. Okay. Ich komme mal gleich wieder. So. Okay. Ups, so. Du machst das super. Die ist schon beeindruckt von dir. Die denkt, dass du ein bisschen verrückt bist, aber die denkt auch, dass du ein besonderer Mann bist. Denkt die auch. Du musst gleich was singen von Lionel Richie. Das ist wichtig. Singen ist, das kann ich nicht so gut. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ist egal, das musst du nicht peinlich sein. Ich habe dafür eine Lösung, okay? Ich habe dafür eine Lösung. Ja. Hello, Lionel Richie. Hello, Lionel Richie. Okay. Jetzt da rein und... Ja, bitte. Geh da rüber. Weil Josh nicht singen kann und wir in der Karaoke-Bar waren, habe ich jemanden eingeladen, der das sehr, sehr gut kann. Why you take my love? Nico Santos, hallo, da. Nico Santos singt den Song bei uns in der Kabine. Der Ton kommt aber in der Kabine von Josh und Hannah an. Bitte sing nicht wirklich, tu nur so und halt das Mikrofon ganz nah an deinen Mund, dass man deine Mundbewegung nicht sieht, okay? Bist du bereit? Und dann kann er singen wie der junge José Carreras. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams, I've kissed your lips a thousand times. Gib das Mikro bitte näher an deinen Mund. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. And I wanna tell you so much. Jetzt schau sie an. I love you. So, und dann war es halt soweit. Dann war irgendwann der Zeitpunkt, um alles aufzulösen. Wir wollen ja Hannah und Josh authentisch miteinander bekannt machen. Und da bin ich da in bester, verstehen Sie, Spaßmanier da reingelaufen. Herzlich willkommen bei Late Night Berlin. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass das heute alles so ein bisschen, sagen wir mal, verrückter Tag war das so ein bisschen, ne? Wir wollten dem Josh helfen, dass er einen möglichst guten Eindruck hinterlässt. Wie hat dir das gefallen? Mega. Ist dir das überhaupt aufgefallen? Naja, ich dachte mir schon irgendwann, dass irgendwas hier
Also entweder bist du autistisch oder... Okay, die große Frage ist, wenn Josh jetzt noch mal Lust hätte, dich zu treffen, ohne dass ich dabei bin, ohne Nico Santos, ohne Sido, würdet ihr euch noch mal treffen? Ich glaube schon. Glaubst schon? Sehr gut. Dann, yeah. Dann geht es jetzt für euch mit dem Herzblatt-Hubschrauber zum Bogenschießen nach Bad Pyrmont. Ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft, den besten ersten Eindruck für Josh bei Hannah zu hinterlassen, den man so auf einem ersten Date haben kann. Aber nicht, weil er irgendwelche Backflips kann, toll singen kann oder vietnamesisch spricht, sondern weil sie gesehen hat, wie viel Mühe er sich gegeben hat für diesen Tag.